Ja, wir sind hier in Esslingen im Stadtteil Hohenkreuz. Hier wurde ein Brand gemeldet. Es handelt sich vermutlich um einen Kellerbrand. In der Folge wurde in zwei Wohnblöcken eine entsprechende Verrauchung festgestellt. Es waren mehrere Personen schon, die das Gebäude verlassen hatten, hier zu betreuen. Glücklicherweise wurde bis jetzt noch niemand verletzt. Der Rettungsdienst war hier mit dem entsprechenden Aufgebot vor Ort. Es waren zwei Notärzte hier, vier Rettungswagen. Und wir haben jetzt noch zur Betreuung und zur Sichtung ehrenamtliche Einheiten hierher alarmiert. Ein Modul Erstversorgung, ein Modul Betreuung. Und jetzt werden die Anwohner einmal durch den leitenden Notarzt durchgesichtet, ob jemand Rauch abbekommen hat. Ansonsten kümmern wir uns jetzt um die Betroffenen, bis sie dann wieder in ihre Wohnungen zurück dürfen. Ja, aktuell tun wir uns da noch schwer, die genaue Zahl festzustellen, weil das Gelände hier sehr weitläufig ist und die Bewohner sich natürlich in alle Richtungen verstreut hatten. Aber wir haben hier ca. 30 bis 40 Personen, die wir jetzt betreuen und einmal medizinisch durchschauen. Das klärt dann die Feuerwehr, ob die Wohnungen wieder bewohnbar sind. Aktuell gehen wir davon aus, dass wenn die Treppenhäuser vom Rauch befreit sind, die Wohnungen sind nicht direkt betroffen durch den Brand, dass die Menschen auch wieder zurück in ihre Wohnungen können. Und bis dahin, es wurde hier noch ein Linienbus angefordert von den städtischen Verkehrsbetrieben, wo die Bewohner jetzt zumindest mal in der Wärme sich aufhalten können und wir auch die Möglichkeit haben, eine Registrierung durchzuführen, dass wir alle einmal durchgesichtet haben.